Viele Menschen wissen leider gar nicht, dass es auch eine psychosomatische Tagesklinik gibt. Im teilstationären Bereich kommt man morgens zur Therapie, so gegen 8, 9, und bleibt den ganzen Tag, hat dann ein reichhaltiges Therapieangebot über den Tag und geht am späten Nachmittag wieder nach Hause, schläft also zu Hause. Das ist die Tagesklinik, also das Teilstationäre. Und in einem vollstationären Behandlungssetting würde man den ganzen Tag Therapie haben, schläft aber im Haus, ist also rund um die Uhr sozusagen betreut und unter ärztlicher und psychologischer Aufsicht. Also das ist nochmal ein intensiveres Programm. Also es gibt verschiedene Wege. Einmal kann es sein, dass man in einer ambulanten Behandlung ist und der ambulante Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin sozusagen den Weg bahnt und die Anmeldung für einen schon macht und sich dort meldet. Es kann aber auch sein, dass man selber anruft und sich eben anmeldet und dann kriegt man relativ ausführlich erklärt, was man alles tun muss, um in dem teilstationären Behandlungssetting aufgenommen zu werden. Die Behandlungsdauer hängt natürlich vom Schweregrad der Erkrankung ab. Also in der Regel, so im Durchschnitt, sagen wir bei einer Depression oder Angststörung, dauert das so etwa 4 bis 6 Wochen. Es kann aber auch mal länger dauern, wenn man in dem Verlauf eben merkt, dass man in den Therapieeinheiten vielleicht noch ein bisschen mehr Bedarf hat. Sei es, dass es in unserer Kunsttherapie auffällt, dass man da doch noch was gefunden hat, was zum Ausdruck gekommen ist. Oder dass man in den Bewegungstherapien oder Gesprächstherapien einfach noch was entdeckt und sagt, komm, wir müssen noch mal 1, 2 Wochen dranhängen.